Frau Doktor, was stimmt denn nicht mit mir? Ich muss natürlich noch einige weitere Untersuchungen machen, aber ich fürchte, Sie sind AfD-positiv. Was? Aber das kann doch gar nicht sein. Das ist inzwischen in Ihrem Alter relativ weit verbreitet. Meine Praxis ist voll von Menschen wie Ihnen. Ja, aber das kriegen doch nur Menschen, die, Sie wissen schon, ihre Risikogruppen. Ostdeutsche und CSU-Politiker? Nein, das ist längst nicht mehr so. Das kann inzwischen jedem passieren. Aber das war doch früher nicht so. Früher wurde ja auch flächendeckend geimpft. Da waren fast alle Deutschen immun dagegen, aber heute... Was denken Sie denn, wo habe ich mir das eingefangen? Sind Sie häufiger im Internet? Facebook, Twitter, Bild.de? Und verspüren Sie ein Jucken in den Fingern, wenn Sie einen Tweet ablassen? Gegen Flüchtlinge zum Beispiel? Dann haben Sie vermutlich auch eine Filterblasenentzündung. Das passiert häufiger, wenn die Infektion schon weiter fortgeschritten ist. Mein Gott.